Oh, Alter, was geht ab, Leute? Ja? Nächster Morgen, bisschen aufräumen, bisschen sauber machen. Es ging eigentlich, also es war nicht so schlimm. Wobei ich muss auch sagen, wir haben nichts gegessen, außer Kuchen und Cupcakes. Dann habe ich ein wenig als Ding versagt, Gastgeber. Ich habe nicht darauf geachtet, ich habe nicht jeden gefragt, hey, willst du noch was trinken, willst du noch was essen? Es war einfach zu viel los und dann nicht darauf geachtet. Hätte ich aber machen sollen, weil ich habe jetzt nichts bestellt, weil ich wusste, ein paar achten gerade drauf und essen nichts um die Uhrzeit und dies, das. Aber ein paar hätten wahrscheinlich schon was gegessen und dann auch mehr nachfragen sollen, ob die was Normales trinken wollen, dies, das. All die Pflichten als Gastgeber halt. Also sonst war super, schön, dass alle geschafft haben. Und ja, die Sache mit Demi und dem Prank war ganz lustig, aber nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das soll jetzt kein Diss gegen Demi sein, aber ich glaube, vom Verständnis, er hat einfach nicht den Ernst der Lage gecheckt, weil er einfach nichts von Krypto checkt. Also er hat, ich würde sagen, er hat nicht mal Grundwissen. Sorry, Demi, das ist echt nicht böse gemeint. Also er weiß echt gar nichts. Und wir haben halt nicht gesagt, okay, alles ist alles verloren, also so direkt, sondern halt so angedeutet und mit Technik-Talk und so. Und er hat es halt, glaube ich, echt nicht verstanden, deswegen hat es ihn nicht so hart getroffen. Weil er denkt immer noch so, ja, aber irgendjemand kann es ja wieder reparieren oder so. Oder irgendjemand kann das doch irgendwie wieder herstellen und so weiter und so fort. Und er hat es halt null verstanden. Deswegen, glaube ich, hat es nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber Kuss geht raus an Demi. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Ah ja, die Bock auf Sushi. Er hatte gestern schon Bock und wollte eigentlich auch für alle bestellen und so. Und dann dachte ich mir, so viel essen eh nicht mehr. Zu spät, Laura ist Veganerin oder versucht's. Ich glaube, sie hätte eh nur schon gegessen. Tati war eh zu müde. Chong hätte, glaube ich, gegessen. Und Borgi und seine Freundin. Und ich. Nico zum Beispiel auch, glaube ich, gar nicht. Deswegen gab es dann gestern doch nichts. Jetzt habe ich böse Bock auf irgendwas, aber ich habe mir den hier gegönnt, weil Special Angebot nur heute. Echt, war nur heute. Das letzte Mal habe ich schon verpasst. Da war ich mit Demi unterwegs und hatte keinen Bock auf Burger. Da haben wir das verpasst. Zum Glück hauen die den nochmal raus, bevor die abhauen, weil Stand hier ausläuft, dies, das. Winter wahrscheinlich, glaube ich. Und die suchen jetzt eine Location. Bis dahin muss man sich noch einmal gönnen. Ihr wisst Bescheid. Danke. Man kennt mich schon hier. Ach, wir sind auch krass, Mann. Das ist einer der Top-Läden, die ich hier in München weiterempfehlen würde. Shit, der ist so krass. Ich will hier noch einen, aber ich kann nicht noch einen lassen. Das ist verboten. Shit, Mann. Ich bin echt verführt, zwei zu essen. Da geht echt nicht. Ich muss danach noch einen Bubble Tea testen. Ein neuer Laden. Echt interessant, mit Milchreis kombiniert. Also nicht der Bubble Tea mit Milchreis, sondern das Milchreis und Bubble Tea Laden. Und Bacon echt krass. Also nicht so, nicht zu knusprig, nicht zu zäh. Eigentlich mag ich Burger mit Bacon nicht, weil wenn du reinbeißt, dann ist er so hart, du kannst es nicht durchkauen und dann ziehst du es so raus. Echt unnötig, aber der ist echt krass. Hat ja. Perfekt. Jo, heftig wie immer. Also ich hatte hier schon viele richtig saftige Sachen. Das Breakfast Burrito, oh mein Gott. Dieses Chicken-Ding, krank. Letztens dieses Wurst-Ding, auch krank. Und jetzt heute der Burger, krank.
Ist mir erst beim Essen aufgefallen, aber es könnte schon der beste Burger sein, den ich jemals hatte. Der war echt... Wow. Es gab nichts auszusetzen an dem. Echt gar nichts, Mann. Der war echt... Eigentlich perfekt. Das ist der Laden Milchreis, heißt der. Und das haben die Kolleginnen von Instagram In Love with Munich, also die Foodblogger, mit denen die ich zu Tati geholt habe, oder die eine Foodbloggerin, die ich zu Tati geholt habe, mit der ich ab und zu abhänge, hat das gestern gepostet und dann fand ich interessant. Ich kannte den Laden selber noch nie probiert. Milchreis juckt mich jetzt nicht so, aber dann habe ich gesehen, dass sie jetzt Milchreis und Bubble Tea anbieten. Was interessant ist, wir haben zum Beispiel Wow Nuts, die bieten Donuts und Bubble Tea an. Haben wir getestet. Hat mich jetzt nicht interessiert. Da haben wir noch so einen anderen neuen Bubble Tea Laden, Sweet Garden heißt der, glaube ich, da war ich einmal. Dem will ich aber noch eine Chance geben, also ich habe einmal getrunken, hat mir nicht so getaugt, aber dem will ich noch eine Chance geben. Die machen auch Bubble Tea und Donuts. Aber Wow Nuts will ich keine zweite Chance geben, weil einfach das Sortiment schon schlecht ist. Also die fokussieren sich auf Donuts und dann haben sie ein, zwei, drei Bubble Teas noch. Also das geht gar nicht. Und jetzt habe ich hier halt gesehen, Milchreis plus Bubble Tea. Sieht stabil aus. Der heißt Good Morning. Alter, der ist krass. Ich habe den so bestellt, die waren ernst schockiert, weil der so viel Koffein anscheinend hat. Aber kann ich kochen und war so freundlich und hat mir das zum Testen gegeben. Ich habe eigentlich gesagt, boah, ich habe gerade fett gegessen, ich kann nicht nächstes Mal gerne, weil ich glaube nicht, dass ich das letzte Mal hier bin, weil die haben ein interessantes Angebot. Was halt immer wichtig ist, deswegen interessiert mich Wow Nuts nicht, auch wenn die Bubble Tea anbieten, weil keiner von diesen Bubble Tea, die sie anbieten, spricht mich halt an. Und da gibt es halt ein paar, die hätte ich halt noch nie so gesehen oder noch nie probiert. Und deswegen auf jeden Fall. Und das ist halt, der ist krank, warte, welcher war das? Das ist der hier, mein Good Morning. Schwarzer Milchtee, Matcha und Espresso mit Brown Sugar Tapioca. Den brauche ich jetzt auf jeden Fall, weil die anderen wollen später noch trainieren gehen. Tapiokas haben eine leckere Süße. Tee ist interessant. Also es liegt jetzt nicht an denen, also ich glaube die Kombo taugt mir einfach nur nicht so. Schmeckt ein bisschen Matcha, ich schmecke ein bisschen Kaffee. Ich glaube die Kombo taugt mir persönlich nicht so, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Nee, kann man machen. Kann man machen. Ey, dass ein Milchreisladen so laufen kann. Ich kenne niemanden, der sagt, hey, Digga, lass mal Milchreis essen gehen. Das ist halt eher so, okay, du bist im Restaurant und dann hast du irgendwas gegessen und dann ist es eine Nachspeise. Wobei nicht mal da. Das einzige Mal, wo ich Milchreis gegessen habe, war im Hort. Dritte, vierte Klasse oder so, Mann. Ist mega lecker. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe den Bubble Tea zuerst getrunken und der ist natürlich übersüß. Und dadurch ist das hier dann nochmal anders, weniger süß. Aber sonst ist es lecker. Das ist schon der zweite oder dritte Lieferando-Typ, seitdem ich hier chille und meine Bestellung aufgegeben habe. Ich frage mich echt, wer kauft Milchreis einfach sowas? Also für mich ist das so neuartig. Gar nicht, niemals dran gedacht, aber anscheinend läuft's. Also ich habe gerne noch nie gefragt, ob ihr euch ab und zu Milchreis gönnt. Krass. Ich wollte noch einen kleinen Verdauungsspaziergang machen, aber es findet ja diese Messe hier in München statt, IAA. Und dagegen wird irgendwie hart protestiert. Ich habe immer noch nicht ganz genau herausgefunden, wieso, aber gestern gab es auch schon Probleme, wo ich mit der Freundin in der Innenstadt war, ein paar Sachen erledigen. Alter. Alles blockiert, Polizei. Ah, hier. Das ist, glaube ich. Ah, okay. Ah, das ist die Demo, die jetzt hier durchläuft. Ah, okay. Okay, jetzt haben wir's. Bargisch sagt immer, wenn es Zeit ist und es sein muss, wird der für Bitcoin auch so kämpfen und an den Fronten ganz vorne stehen. Ich hoffentlich auch. Oder ich hau einfach ab.
Ah, ihr habt zu spät angefangen zu filmen, ihr habt ihren Slogan verpasst. Der Slogan, oh, warte. Ich probiere den jetzt auch mal, habe ich gestern noch gar nicht. Eine ganze Packung, Alter, ich habe echt zu viele gekauft. 6 Stück oder 8 gingen direkt an Dimi. Hat er einfach mitgenommen für Familie, kleine Schwester, kein Problem. Und 6 habe ich immer noch übrig, also echt viel zu viel. Warte jetzt mal. Oh wow. Oh wow. Wahnsinn. Die sind echt heftig. Oh, wow. Wow. Echt mega lecker. Bei dir? Auch oh, nicht viel. Mein Gott. Deutsche ist Crypto.com aufgestiegen, Leute. Aber es scheint ein paar Leinen zu geben. Ja, Mann, es klappt eigentlich immer noch überall gut, außer jetzt bei ein paar E-Scootern. Sehr gutes Training heute. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Immer so weitermachen. Wie bei Investments. Wenn du so weitermachst, kommt am Ende auch was Überkrasses raus. Okay. Also sehr gut. Ciao, ciao. Ja, das war's doch von mir. Es ist nicht viel weiter passiert. Ein ruhiger Samstag. Ein Ruhetag zum Entspannen. Und ja, das war's von mir, Leute. Die Woche, Alter, heute ist schon wieder Sonntag, die Woche ging so schnell vorbei. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DFI, gerade ist zu saftig, oder? Cashflow generieren, serious business und ciao.